Wir sind hier auf der A81, Fahrt Richtung Leonberg, kurz nach dem Kelbling. Alarmierung kam um 11 Uhr, also 23 Uhr. Unklare Lage, Verkehrsunfall, wahrscheinlich auf der Mittelleitplanke. Beim Eintreffen hier vor Ort hat nicht besonders schön ausgesehen. Das Auto war um die Schilderbrücke rumgewickelt. Eine Person ist auf der Autobahn gelegen. War nicht mehr am Leben. Es wurde nach einer zweiten Person gesucht. Zum Glück war niemand mehr sonst im Auto. Die Feuerwehr hat den Brandschutz sichergestellt, Beleuchtung aufgebaut und jetzt beim Abtransport das Auto noch zerlegt, dass es besser auf den Abschleppen passt hat. Fahrt Richtung Bleidelsheim voll, steht eine Sattelzugmaschine, die in den Unfall laut dem Gutachter verwickelt war. Der ist auch nicht mehr fahrbereit, wird auf dem Abschlepper abgeholt. Wir gehen jetzt nach Hause noch ein bisschen ins Bett gegangen, ja. Weil wir sind natürlich alle freiwillig noch nicht im Bett gewesen. Ja. Der eine verträgt es ein bisschen besser, der andere weniger gut. Wir haben beschlossen, dass wir diesmal kein Seelsorger her tun, weil die Person schon nicht mehr im Auto war. Ich gehe davon aus, dass wir das hinbekommen. Und wenn nicht, dann holen wir einen Seelsorger. Ich habe jetzt in dem Zustand, wie das Auto war, habe ich noch kein Auto gesehen. So schlimm noch nicht. Wir haben von der Polizei, besser gesagt über die GDV, einen Auftrag bekommen, PKW-2, ein Fahrzeug nach Unfall abzuschleppen. Bei der Anfahrt wurde dann mir mitgeteilt, dass das Fahrzeug in zwei Teile gerissen gewesen ist und dann auf einem Pfeiler
liegen geblieben ist, wo wir dann das Fahrzeug noch am Schluss in voll zwei Teile hatten trennen müssen und dann die zwei Teile dann mit dem Kran verladen mussten. Und jetzt haben wir nicht alle Tage solche Unfälle. Also normalerweise sind es ja wirklich so die kleinen Bagatelle-Unfälle oder mal ein Fahrzeug auf dem Dach, aber sowas ist halt nicht jeden Tag zu sehen.